Ein herzliches Grüß Gott im FS1-Studio. Die Freiheit der Medien ist eine wesentliche Freiheit in unserer demokratischen Gesellschaft. Das beinhaltet auch die Freiheit der Pornografie. Was bedeutet eigentlich Pornografie? Wir sind dem nachgegangen und haben herausgefunden, dass ein Wesensmerkmal der Pornografie die Schilderung vorrangig sexueller Handlungen unter Betonung der Genitalien ist. Dies soll zu einem Erregungszustand führen. Gerade im Internet wird frei zugängliches Pornomaterial angeboten. Werden diese Filme und Darstellungen in Zukunft die Aufklärung unserer Kinder übernehmen? Früher war es so, dass Bravo und Werbungen für Sex-Hotlines mitunter auch die Aufklärung bestimmt haben. Der Blick durch Schlüsselloch war für die Menschheit immer schon gegeben. Man sieht es an dem Buch Josephine Mutzenbacher oder aber auch über die Erotikfilme, die 1960 und 70 mit dem Herbert Fuchs gedreht wurden. Heute ist Sexualität teilweise enttabuisiert. Aufklärung beginnt im Kindergarten mit der Bewusstmachung der Körperwahrnehmung, geht dann weiter in die Pflichtschule und ist natürlich altersangepasst. Die Nutzung des Internets ist ins Wohnzimmer eingezogen. Wie dies aussehen kann, möchten wir im nächsten Beitrag beleuchten. Pauli! Pauli! Was schaust denn du da? Nichts Besonderes. Ein Film aus Ungarn für Jugendliche. Für Jugendliche? Ja. Okay. Wie ein Film aus Ungarn? Was ist das für ein Film? Schon wieder ein Action mit Liebesgeschichte. Ein Liebesfilm? Ja. Okay. Ja, lass mich bitte in Ruhe. Kenn ich den? Pauli, kenn ich den Film? Nein! Lass mich bitte in Ruhe! Ich will sehen, ob sie am Ende heiraten. Typisch Jugendlicher, gell? Ja, es ist hochinteressant. Der Pauli lässt mich nicht mitschauen. Pauli? Ja, bitte. Um was geht's denn jetzt gerade? Liebesgeschichte, sie lieben sich. Ich will sehen, ob sie heiraten am Ende. Ach, mit heiraten? Ja, kannst du mich bitte in Ruhe lassen, bitte. Du bist so ein braver Pauli. Nicht so wie deine anderen Freunde, die oft so komische Filme dann schauen im Internet. Wirklich ein Braver. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke, Mama. Mal, jetzt halt das aber nicht mehr aus. Pauli, darf ich mitschauen? Jetzt. Na, Mama, es ist schon bald Ende. Er hat sie verlassen. Und sie, besser bleibst du da. Ich muss sowieso jetzt gehen. Ja gut, dann gehst du in dein Zimmer, Pauli. Ah, okay, Mama. Wir sehen, Kinder und Jugendliche haben Zugang jederzeit und teilweise unüberprüfbar. Sollte nun pornografisches Material generell verboten werden? Dazu haben wir in der Bevölkerung nachgefragt. Also meiner Meinung nach gehört Pornografie grundsätzlich nicht verboten. Prinzipiell ist es ein Thema, was auch im Internet natürlich sehr einfach zugänglich ist, viel zu einfach meiner Meinung nach. Und ich denke, da sollte der Staat sich auch was überlegen, wie man sowas absichert. Auch in den anderen Medien ist es allgegenwärtig und meiner Meinung nach ist es sicher zu viel. I think pornography should be treated as art, just like cinema. So as long as it's respectful, I think it should be allowed. That's a very difficult question, but I think pornography is here to stay, whether you like it or not.
because of the internet. Everything is so accessible, and I don't think you can ever stop it at this moment. Nein, es gehört eigentlich schon verboten, weil der Zugang für Jugendliche eigentlich nicht gesund ist, glaube ich. Ja, ich denke, dass da die letztendlich die entscheidende Konstellation ist, in welchem Alter die Jugendlichen sind. Also ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo man volljährig ist, glaube ich, sollten die so weit gefestigt sein, dass die damit auch was anfangen können. Und ich glaube, die verwechseln dann irgendwie Sexualität und Liebe, dass die können das dann nicht mehr trennen. Also für die schaut es dann so aus, das ist real für die. Pornografie bietet nicht wirklich eine Aufklärung, da ein falsches Bild von Sexualität dargebracht wird. Ja, ich glaube, es ist nur ein Ausschnitt aus einem Teilbereich der Sexualität, und mit Partnerschaft hat es nicht wirklich was zu tun. Also von daher glaube ich, es ist nicht unbedingt ein Vorbild. Ich glaube, das Porno, ich habe noch nie einen Porno gesehen, aber was ich denke, ist, dass Pornos nicht wirklich besonders realistisch sind. Realgetreu. Ja. Ist nicht geeignet, meiner Meinung nach, weil das ein vollkommen falsches Bild von der Sexualität zeigt. Und insgesamt muss ich sagen, der Umgang mit Sexualität heutzutage, also meine Töchter, das ist bereits in der dritten oder in der vierten Volksschulklasse, haben die da Aufklärungsunterricht gehabt, aber in einer Art und Weise, die meine Kinder zumindest schon irgendwie verstört hat. Ja. Dass im Unterricht hier auch nochmal darauf hingewiesen wird, auf Gefahren, die durch, wie gesagt, auch eben die Medien und das Internet entstehen können, dass die Jugendlichen lernen, auch selber damit umzugehen. Die Meinung der Bevölkerung wurde in diesem Beitrag sichtbar. Diesbezüglich haben wir aber auch einen Experten, den Herrn Markus Weisheitinger, einen Online-Sex-Experten, bei uns im Studio. Herr Weisheitinger, vielen herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung Folge geleistet haben. Sehr gerne. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Was fasziniert Jugendliche eigentlich an Pornografie? Ich denke, dass das nicht nur Jugendliche so faszinierend finden, sondern alle, wenn man in die Rolle des Voyeurs oder der Voyeurin schlüpfen darf, durch Schlüsselloch zu schauen, Dinge, die sehr intim und privat sind, zu beobachten, denke ich, ist die eine Faszination. Auf der anderen Seite haben Jugendliche gerade in der Zeit der Pubertät schon ein dringendes Verlangen herauszufinden, wie geht denn das mit der Liebe und dem Sex? Und finden einfach sehr wenig Informationen dazu, werden auch tatsächlich schlecht informiert. Also die Aufklärung in der Schule oder durch die Eltern ist einfach sehr, sehr wenig. Und natürlich schaut man dann, wo findet ihr noch irgendwelche Informationsquellen? Und nachdem das Internet einen breiten Fächer bietet an Möglichkeiten, ist das natürlich das Erste, wo sie hinschauen. Das heißt, die Pornografie, wird die jetzt auch für Jugendliche gemacht oder für wen wird die gemacht? Ja, das ist eben jetzt die Schwierigkeit, und dort, glaube ich, liegt auch die Gefahr, die man auch so benennen muss. Denn die Macher dieser pornografischen Filme haben nicht im Sinn, dass sie dort Aufklärungsarbeit für Jugendliche oder das Liebesspiel zwischen Mann und Frau darstellen. Gibt es vielleicht einige abseits des Mainstreams, aber in der Hauptsache sind es hochkommerzielle Produktionen, die mit der Zielgruppe Männer im Altersbild von 25 bis 65 gemacht werden. Und dort eben gerade den Bedürfnissen, den Wünschen dieser Männer, die oft etwas frivoler oder sogar über die Rahmen hinausgehen, entsprechen, was einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, wie denn ein sexueller Akt zwischen Mann und Frau wirklich ablaufen könnte. Könnte man trotzdem sagen, dass Pornografie für Aufklärung geeignet ist? Pornografie, um nochmal zurückzukommen auf die Frage von vorher, unter der Machart, wie gesagt, Zielgruppe Männer, als kommerzielle Produktion geplant und durchgeführt, ist sicher für die Aufklärung nicht wirklich geeignet. Es handelt sich dabei um die Fantasien und Bedürfnisse anderer und nicht um eine Darstellung eines möglichen, wirklichen Ablaufs, wie Sexualität und Leidenschaft zwischen Mann und Frau passiert. Die meisten Darstellungen entsprechen ja nicht einmal den Bedürfnissen der Frauen, sondern nur der Männer. Das heißt, sowas kann nicht für Aufklärungsunterricht oder sowas geeignet sein, wenn auch Video als Medium an sich, als
audiovisuelles, multimediales Element für Unterricht sehr, sehr geeignet ist. Jugendliche sind sehr stark affin auf diese moderneren Medien, sind sehr viel auf YouTube unterwegs. Mhm. Wenn man hier mehr machen könnte, wenn es mehr Bestrebungen gäbe, dieses Thema in Form von Lehrfilmen aufzubereiten, denke ich, das wäre schon ein guter Schritt. Die kommerziellen Pornos, die man auf den einschlägigen Seiten jetzt nachschauen kann, definitiv nicht. Mhm. Das halte ich also für sehr gefährlich, mhm, sowas zu verwenden. Das heißt, diese Darstellung, nennen wir es abstrakte Darstellungen, die können für Kinder durchaus abschreckend sein. Glauben Sie auch, dass diese Einblicke in solche Szenen, dass dies unsere Jugendlichen psychisch beeinträchtigt? Beeinträchtigen natürlich in dem Sinne, wie es alle Medien und Geschichten tun. Geschichten zu erzählen, Geschichten zu verfolgen und seien es jetzt also pornografische Darstellungen, hat immer was mit Identifikation zu tun und Geschichten zu erzählen war immer schon ein Lernen und Lehren voneinander in der Gesellschaft. Dass wir uns Geschichten erzählen, hat damit zu tun, dass wir einfach Wissen weitergeben, Kulturen weitergeben. Auch das passiert im Kleinen bei jedem Medium, das wir uns anschauen, bei jeder Geschichte, die wir uns anschauen oder der wir zuhören. Das heißt, in dem Fall werden sie sich Werte mitnehmen, gibt es Identifikationsflächen, Vergleiche mit sich selber und wer es nicht besser weiß, nimmt es dann als die Wahrheit her, die virtuelle Realität sozusagen und wird das als eine kleine Vorlage nehmen. Mhm. Ob bewusst oder unbewusst, wird es mitschlummern und ich denke gerade der Umgang zwischen Mann und Frau, wenn man den betrachtet, und dann dieses pornografische Verhältnis zwischen Mann und Frau gegenüberstellt, dann ist es definitiv nicht richtig, sich dort Anleitungen, Identifikationsflächen oder gar irgendwelche Handlungsmuster abzuschauen. Ich glaube nicht, dass es eine psychische Gefahr ist, aber ich glaube, dass im Umgang von Mädchen und Buben miteinander das auf alle Fälle sehr irritierend sein kann und vielleicht sogar, wenn man jetzt an Übergriffe denkt, mit einem falschen Bewusstsein, dann sogar gefährlich. Mhm. Aber so weit möchte ich nicht gehen, also lassen wir die Kirche im Dorf. Grundsätzlich, glaube ich, sind das falsche Identifikationsflächen, falsche Helden, falsche Vorbilder, die dort gestellt werden. Das wissen Sie jetzt, weil Sie Experte sind. Trotzdem stellt sich die Frage, wenn jetzt und die Jugendlichen das sehen und das sind doch diese Geschichten, die erzählt werden, die sind doch eine Abhandlung eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde lang. Glauben Sie, dass die jungen Menschen jetzt Gefahr laufen, da einen sexuellen Leistungsdruck zu verspüren? Das muss ich auch können. Definitiv kann man das mit Ja beantworten. Folgen wir den Studien, die es derzeit schon in den USA gibt und einzelnen Strömungen, die wir in Europa schon beobachten können, ist es schon so, dass zum Beispiel nehmen wir die Studie in den USA her, wo es darum geht, dass schönheitschirurgische Eingriffe im Geschlechtsbereich untersucht worden sind und wo bis vor wenigen Jahren nur die Brustvergrößerung absolute Nummer 1 war in der Zahl der Eingriffe, geht es jetzt schon sehr stark in die Richtung, dass auch Buben sich in der Verlängerung des Gliedes zum Beispiel Eingriffe machen lassen oder dass Frauen eben auch im Bereich der Vagina Eingriffe machen lassen, weil sie einfach diesen idealisierten Darstellungen in den Medien, seien es Illustrierte oder eben auch solche Online-Pornos, folgen möchten und sie selbst als nicht normal betrachten. Und die dargestellten Dinge da in diesen einschlägigen Seiten sind, glaube ich, auch nicht normal. Trotzdem werden jetzt Jugendliche, wenn sie dazu gefragt werden, sagen, das hat auch einen Lerneffekt. Hat es einen Lerneffekt? Und wenn, was lernt man daraus? Und gibt es darüber eigentlich Studienergebnisse? Studien zu Pornografie als Lernen und Lehren gibt es nicht. Es gibt tatsächlich nur Studien, die zeigen, wie sich schlechtere Auswirkungen, Phänomene in der Gesellschaft, wie zum Beispiel, dass Jungen sich plötzlich für geschlechtliche, schönheitschirurgische Eingriffe interessieren. Die Studien gibt es schon. Ob man daraus was lernt, die Studie gibt es nicht. Ich würde aus meiner ganz persönlichen Sicht sagen, lieber das nicht lernen. Also ich glaube, die Darstellung, bin selber nicht unbedingt gefeilt und habe die eine oder andere pornografische Darstellung schon mal angeschaut und tatsächlich das Verhältnis von Mann und Frau, die Frau ist eine Unterwerfende, der Mann als dieser starke Stier endeffektlich, er hat für meine Begriffe mit dem, wie ich mir Sexualität wünsche, ein vorsichtiges, sich gegenseitig genießen, nichts mehr zu tun. England geht einen anderen Weg. Dort werden bei Neuanmeldungen bei einem Provider automatisch Filter eingebaut. Wir wissen zwar, dass viele sich das wieder sozusagen wegstreichen lassen.
Grundsätzlich ist die Frage, wäre das sinnvoll, auch bei uns so zu handhaben? Ich halte es schon für sinnvoll. Die große Breite und Freiheit, die das Internet bietet, hat natürlich ja einige Risiken. In erster Linie, und das möchte ich an der Stelle betonen, hat das Internet für mich ganz viele Chancen. Mhm. Es gibt allerdings einen sehr kleinen Bereich, der Risiken birgt, und den soll man natürlich mit großer Vorsicht und auch sehr deutlich beobachten und benennen. Und gerade solche Inhalte, gewaltverherrlichende, rassistische, sexistische Inhalte, glaube ich, sollten schon irgendwie kontrolliert sein. Mhm. Wie sie das allerdings wieder im Sinne der Pressefreiheit oder überhaupt des freien Zugangs zum Internet in der Gesellschaft akzeptabel und auch in der Technologie, sage ich mal, umsetzen lässt, ist wieder die andere Frage. Mhm. Ich glaube eher, dass wir für mehr Kultur und mehr Bewusstsein und Selbstkontrolle in der Gesellschaft werben sollten und nicht unbedingt diesen Weg gehen. Wobei ich es nachvollziehen kann, warum das England diesen Weg gegangen ist. Mhm. Andererseits muss man sagen, Jugendliche sind nicht unerheblich daran beteiligt, dass pornografische Szenen oder verteilt werden bzw. selbst drehen. Dazu sagt auch der Professor Dr. Kurt Starke, der Soziologe, Jugendforscher und Sexualforscher, dass ein Verbot von Pornografie unhaltbar ist für Kinder im Jugendschutz. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das genauso. Tatsächlich, wie in der Eingangsfrage schon kurz angedeutet, es geht schon um ein grundsätzliches Lust haben, am Beobachten, Lust haben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich glaube, die Darstellung, pornografische Darstellung, seien es einfach nackte Bilder in der Antike, seien es jetzt die Filme der 30er Jahre, die sehr freizügig waren, oder pornografische Darstellungen heute zeigen, es ist ein Teil der Gesellschaft. Sexualität ist was sehr Natürliches. Der Umgang mit Sexualität, auch in den verschiedenen Ausprägungen, ist es ebenfalls. Darum würde ich ein Verbot für sehr falsches Signal halten. Herr Weiß-Heitinger, das führt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Wie können wir oder wie können Eltern die Kinder und Jugendlichen vor ungeeigneten Inhalten im Internet schützen? Schützen direkt kann man, indem man einfach für Kultur sorgt, für ein Bewusstsein sorgt, was falsch, was richtig, was geeignet oder was ungeeignet ist. Kinder und Jugendliche haben in vielen, vielen Bereichen ein eigenes Selbstwert, ein eigenes Selbstverständnis, ein eigenes Gerechtigkeitsverständnis. Was darf man nicht, was ist gut und was ist schlecht. Im Bereich der neuen Medien gibt es das noch nicht. Wir reden da von einem kulturlosen Raum, und da heißt es jetzt, kulturbildend mitzugehen. Ich vergleiche das jetzt immer mal mit einem einfacheren Bild, mit dem Fahrradfahren. Wenn ich meinem Kind ein Fahrrad schenke, dann gibt es dafür sehr viele Dinge, die das Kind schützen. Am Anfang gibt es Stützen, es gibt Helme. Ich werde das Kind begleiten bei den ersten Schritten ohne Stützen. Halte ich es hinten am Sattel fest, schau ganz genau, wo es fährt. Es gibt einen eigenen Kurs, bis es auf die Straße fahren darf und. Kaufe ich meinem Kind einen Laptop, sagen die meisten dadurch, hier ist der Laptop, viel Spaß auf der Autobahn. Würde ich das mit einem Fahrrad machen, sagt jeder, unverantwortlich, nein, das muss man schon erst lernen. Und genau da muss man ansetzen, die Eltern, die teilweise sehr wenig Verständnis und schon Kompetenz im Umgang mit diesen Dingen haben wie Internet, müssen sich daran gewöhnen, dass sie sich diese Welt etwas erschließen. Auch selbst Fahrradfahren lernen, um zu wissen, was mein Kind denn beim Fahrradfahren dann auch tut und welche Gefahren es dabei gibt. Das kann sein, dass man mit dem Kind gemeinsam schaut, dass man sich gemeinsam austauscht, hey, welche Webseite ist denn toll, oder schau mal, hier ist ein interessanter Inhalt, könnte dich auch interessieren, beziehungsweise auch ab und zu mehr nachfragt. Kommt ein Kind vom Spielen nach Hause, wird automatisch gefragt, na, wie war es denn und wo warst du, was habt ihr erlebt? Kommt ein Kind aus dem Zimmer und war es dort 2-3 Stunden am Computer, im Internet unterwegs, gibt es diese Frage meistens nicht. Es gibt eher ein entwertendes, scheut mir das Kastel aus, sitzt du denn schon wieder davor? Und da braucht es tatsächlich einen anderen Zugang, der da heißt, du machst das, selbstverständlich, das ist Teil deiner Welt, diese Werkzeuge, diese Geräte sind Teil deines Lebens, wie gehst du damit um, lass mir ein bisschen mitschauen. Mhm. Und dann kann man wirklich auch das selbst bewerten, den Kindern Attribute mitgeben, sei es, dass man die Seiten selber abwertet oder aufwertet, beziehungsweise Alternativen aufzeigt und somit das Kind steuert. Ähnlich wie früher beim Fernsehschauen. Nein, dieses Programm schauen wir nicht. Schau mal, das ist gut für dich. Und das wird einfach im Internet, glaube ich, auch durch die fehlende Kompetenz seitens der Eltern viel zu wenig gemacht. Das heißt, das ist ein Auftrag an die Eltern, nicht nur Radfahren, nicht nur Autoführerschein, sondern auch Computerführerschein zu machen. Ja, und das
eben nicht nur der Schule zu überlassen oder den Bildungseinrichtungen, sondern wirklich auch selbst in die Hand zu nehmen und die Erziehung des Kindes im Bereich des Umgangs mit neuen Medien selbst zu verantworten und zu führen. Herr Weiß-Heitinger, vielen herzlichen Dank für das besonders interessante Gespräch. Dankeschön. Wie wir jetzt vom Interview herausgehört haben, sind auch Eltern gefordert und nicht nur Bildungseinrichtungen, für den Internetzugang bzw. den Umgang damit zu sorgen. Bildungseinrichtungen sind familienunterstützend und ergänzend. Familien müssen in der Familie schauen, wie die Kinder den Internetzugang nutzen. Somit wünschen wir Ihnen heute noch einen angenehmen Abend. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Wiedersehen. Thank you.